Radiologie als erste Kriminalität vorstellen. Und zu meiner Person wurde eigentlich alles gesagt, was man will. Ich habe mir überlegt, dass ich das heute mal anhand eines Fallbeispiels erläutern werde. Das ist jetzt nicht ganz grausam zu spekulieren, also sei mir enttäuscht, das ist aber durchaus ein Fall, der so vorkommen könnte. Stellen wir uns folgende Situation vor: Eine junge Frau geht über die Straße, es ist am nächsten Tag, sie hat grün, guckt nicht weiter, kommt ein Auto angerast hier und ja, fährt die Frau an. Die rollt einmal über die Frontscheibe und sieht sich eine ganz üble Platzwunde am Kopf zu. Also das blutet ganz stark, ganz furchtbar, muss im Krankenhaus behandelt werden und einfach aufgrund der Verletzung ist klar, dass der Blut von der Frau platsch aufs Auto gekommen sein muss. Also ganz schön Sache, das Auto ist weitergefahren, Fahrrad hochgegangen. Da haben aber ganz viele Zeugen, das hatte ich schon erzählt. Hat man ja immer und die Zeugen haben ganz genau umgeguckt und haben dann der Polizei geschrieben, ja, das war ein ganz alter VW Golf, silbergraue Farbe. Und aufgrund dieser Zeugenaussage konnte wenig später auch dieses Fahrzeug einige Straßen weiter abgestellt sichergestellt werden. Nun ist es bei uns so, dass die Sachverständigen auch die technischen Assistenten von Landeskriminalamt nicht selbst ausgehen zum Spurensichern. Also wir arbeiten wirklich hauptsächlich im Labor. Da gibt es einen sogenannten Spurensicherungsbuch, das sind Leute von der Polizei, die sind ausgebildet, da um Spuren zu suchen und zu sichern. Und die haben sich das Auto angeguckt und haben hier oben auf dem Dach über der Frontschutzscheibe auch mit Müllanlagen gefunden und auch die Scheibe hier vorne ist eingestellt, das passt also alles zum Fahrthergang. Wir haben diese Spur gesichert. Die Sicherheit in diesem Fall habe ich erstmal dokumentiert, das Foto gemacht, dass man die Stelle schön sieht, haben der ganze Sache eine Nummer gegeben und haben das Ganze dann auch so mit einer Art Vorstäbchen, so ein Warteträger nennen wir das, gesichert. Als zweite Probe haben wir noch eine sogenannte Vergleichsprobe der Geschädigten bekommen. Die Polizei ist ins Krankenhaus gefahren und hat von der Abstrich von der Bahn und Schleimhaut genommen, also die Kehlzellen. Und die Fragestellung, die wir jetzt bekommen in der Finaltechnik von November, stammt das Blut S2.4, das ist die Spur von dem sichergestellten Fahrzeug, auch von der geschädigten T01. Also die Frage ist eigentlich, ist das wirklich das Tatfahrzeug, was dort sichergestellt wurde? Und um diese Frage zu beantworten, bedienen wir uns einer Analysetechnik, die SDR-Analyse heißt. Und SDR steht für Short Running Repeat. Das sind also kurze Wiederholungseinheiten, die auf der DNA liegen. Dazu werde ich im Fachbuch weiter noch mal genau was erzählen, wie die Struktur davon aussieht. Nochmal zur Erinnerung, das Genom war ja in dem vorigen Vortrag schon erwähnt, das humane Genom des Zellkerns besteht aus 46 Chromosomen, das sind 2x22 Autosomen. Jeweils eins von Mutter und Vater. Das sind also jeweils doppelt. Und dann gibt es noch die Geschlechtschromosomen. Also XY wären die Männer unter uns und XX wären die Frauen. Ich hatte auch schon gesagt, dass eine ganz große Anzahl an DNA-Basenpaaren sind, 3,2 Milliarden Basenpaaren ungefähr. Dem gegenüber steht noch das Mitochondrien-Genom, das wird auch erwähnt, das ist winzig im Vergleich dazu. Mitochondrien lokalisiert, das werde ich später noch erzählen. Die sind aber die Chromosomen des Zellkerns wichtig. Ein ganz kleiner Teil von diesen Zellkerngenomen ist halt eigentlich eine kodierende Chromosomen. Darum wird ja ein Protein abgelesen. Also das sind, hat er gesagt, weniger als 1,5%. Also ganz wenig. Und dieser ganze andere Komplex, der noch drum rum ist, also der entweder regulatorische Funktion hat oder das bestimmt mal noch kennen, Füllmaterial ist. In diesem Bereich finden sich diese SDRs, die Short-Running-Repeats, die uns interessieren, weil die Frage immer ganz häufig kommt, ob wir irgendwelche Aussagen machen können über Hautfarbe, über Augenfarbe oder über irgendwelche anderen genotypischen Merkmale, dann können wir mit dieser Analysemethode nicht machen. Also die SDRs, die nun nicht in diesem Bereich ist, gucken uns dann nicht irgendwelche Sequenzen von Proteinen an, wir können also auch über den Genotyp der Menschen nicht sagen, unserer Methode. Die Short-Running-Repeats, die sind wie Gene, auf dem Chromosom verteilt. Also an ganz bestimmten Orten auf dem Chromosom finden sich diese Wiederholungseinheiten. Ich habe hier mal ein paar eingezeichnet, zum Beispiel auf Chromosom 3, da gibt es die sogenannten Short-Running-Repeats D3, S1, 2 und 8. Die 3 kommt vom dritten Chromosom, also das bezeichnet das Chromosom, auf dem man liegt, und die 1, 2 und 8 ist eine Position innerhalb des Genoms des Chromosoms. Und dann gibt es noch solche mit Eigennamen, TH01, VGA und FGA. Die haben die Namen von den Genen in deren Gel oder in deren Inhalt, also in der Genstruktur und nicht.
eben diese SDRs und die in Kombination mit LGs, aber die selbst nicht kodieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht so ein SDR eigentlich aus für Vorteile von Kiki? Hier oben ist mal ein fiktives Beispiel. Da haben wir hier rechts und links oder Upstream und Downstream, wie man so schön sagt, eine Sequenz, die auf allen Seiten, also die schwarze, sagen wir mal, Pose 3, Position 1385, ist bei allen hier im Saal gleich. Und dann kommt auch bei uns allen an der gleichen Stelle, wir haben die Wiederholung einer ganz bestimmten Sequenz, nämlich GATA. Das ist die Repeat-Einheit. Und diese Einheiten, die wir quasi haben, werden hintereinander wiederholt. Daher kommt der Name Short, weil es wenige sind, kurz, also vier, Tandem, weil sie hintereinander kommen, und Repeat, die Wiederholung. Also Short, Tandem, Repeat, dann sind die Beispiele oben, sind das 8 Wiederholungen. Nochmal zum Verständnis, wir alle haben an der gleichen Stelle auf diesem Chromosom diese Wiederholungseinheiten, worin wir uns unterscheiden, ist die Anzahl der Wiederholungen. Für diesen SDR-Logo 27 Varianten, wieder 5 Wiederholungen, 6, 7, 8, 9, 10 oder 11. Also 7 Varianten sind so weltweit bekannt und alle, die hier sitzen, haben eine Variante davon auf einem ihrer Chromosomen. Und wenn wir jetzt ein bisschen unterschätzen, aber die Leute sind, rechnet sich besser, dann wären 10 Leute von uns, grob statistisch betrachtet, 11 Wiederholungseinheiten haben, an die anderen 10 haben 8 und so weiter. Ja? Es ist nicht ganz so einfach, wir haben ja zwei Chromosomen, alle. Also das ist vom Mutter geerbt, das ist von Mutter und das vom Vater vererbt. Und an einem SDR-Lokus können wir durchaus unterschiedliche Anzahlen von Wiederholungseinheiten haben. Zum Beispiel für Person 1, das ist ein Lokus GH01, also ein SDR, der in der Nähe des Tyrosinblocks-Gedanken geht. Auf dem einen Chromosom finden wir 7 Wiederholungseinheiten und auf dem anderen 8. Das wird man dann auch als Genotyp 7, 8 aus. Und die andere Person hier unten, die hat zufälligerweise von Mutter und Vater identisch viele Wiederholungseinheiten geerbt, die hat den Genotyp 6 und 8. Das spricht ja auch vom Homozygot, weil bei der völlig gleichen Homozygot hier oben die Person, die Homozygot ist in den Homozygot. Was wir jetzt eigentlich machen, als Technik, da will ich nicht so ins Detail gehen, da können wir mal ewig drüber sprechen. Wir zählen am Ende einfach diese Wiederholungseinheiten an einem bestimmten Lokus. Und unser Analysebild sieht dann so aus bis hin, das nennt sich Elektrophorogramm, das sind zwei Tief. Und das ist eine ganz einfache Methode. 7 Wiederholungen ist natürlich ein kürzeres Stück als ein 8 Wiederholungen. Ne? Kleiner. Fehlen ja 4 Basenparallelen. Und mit der Technik, die wir einsetzen, zählen wir an so einem Lokus die Wiederholung, indem wir das der Größe nach auftrennen. Das heißt, ein kleinerer Peak, also weiter links, sind weniger Wiederholungseinheiten als einer dahinter, der ist größer, das sind mehr. Also 7 und 8. Und hier unten in dem Fall sind ja auf beiden Chromosomen 6 Wiederholungen. Die laufen übereinander, die sind gleich groß, es gibt nur einen Ausschlag bei 6. Ja, wir haben so Multimodifikation. Man guckt sich natürlich nicht nur eine so eine Stelle an, weil Sie haben ja gerade gesehen, für den Fall von einem Chromosom, wenn 70 Leute hier sitzen, haben 10 identische Anzahl an Wiederholungseinheiten. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig, um uns auseinanderzuhalten. Wir wollen ja am Ende genau sagen, das war der Täter oder nicht, und so ähnliches könnte einer von 100.000 sein. Ne? Also gucken wir uns nicht nur einen so einen Lokus an, sondern mehrere. Also hier ist mal ein kompletter genetischer Fingerabdruck aufgezeigt. Der umfasst 8 DNA-Systeme oder SDR-Markersysteme. Hier vorne ist heißt D3, darüber hatten wir schon gesprochen. Und da hat jetzt diese Person auf einem Chromosom 16 Wiederholungseinheiten, auf dem anderen 18. Dann kommt GH01-Lokus, ist auf dem anderen Chromosom, hat die erste Chromosom 7, das erste Chromosom 7, das zweite 8 Wiederholungseinheiten. Und so weiter, wo konnte ich den ganzen Analysebild an, so lange sie das Elektrophorogramm heißt, kann das dann auch eine Tabelle wenn Sie sowas mal sehen, Vaterschaftstest, dann sieht man dann immer die Tabellen, dann sieht man hier die verschiedenen SDR-Systeme und daneben steht mal die Zahl der Wiederholungseinheiten. Mal zwei für so. Ja, ist jetzt im Fall der kleinen Homozygoten, also wäre nicht ein 6-6 oder 13-13. Das ist mal jedes Chromosom anders. Ja, also zurück zu unserer Fragestellung. Stammt das Blut auf dem sichergestellten Fahrzeug von der genetischen P01? Das war ja eine Grundfrage, die wir bekommen haben. Und was wir jetzt bei uns mit einer DNA
DNA an. Wir isolieren aus dieser Blutspur von diesem Wattetrainer die DNA, nehmen wir erstmal raus, die Kern-DNA, und dann erstellen wir diese elektrische Umwelt, also diese verschiedenen SGR-Orte an. Wir haben jetzt aus der Blutspur dieses Bild erstellt. Also meine zwei DNA zusammen sind in ein Logos, 8 Systeme. Und jetzt haben wir das gleiche auch mit der Vergleichsprobe gemacht. Das sind Zytonen, das ist dargestellt worden, dass das so übereinander liegt. Das Vergleichsprobe ist ein bisschen fetter. Dann sieht man, dass sie genau identisch ist mit der eigentlichen Spur. Also die Spur ist grün, die ist blau, grün und hier unten ein dünnes Schwarz. Und die Vergleichsprobe ist ein bisschen fetten Schwarz. Man sieht hier, hat die Spur 4 zu 15, dann die Vergleichsprobe hat auch 4 zu 15. Das nächste System 8x3, bei der Vergleichsprobe genau. Also die sind komplett identisch. Und als Ergebnis einer solchen Analyse würden wir dann sagen, die chemische Theorie 1 ist mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Verursacherin der Blutspur S2 und 4 anzusehen. Also das ist die Aussage, die dann von unserer Abteilung kommen würde zu dieser Spur. Damit haben wir den Polizeibeamten gesagt, dass dieses Fahrzeug wahrscheinlich das Radfahrzeug war oder zumindest, dass da das Blut der chemischen Theorie angekommen ist. Kann ja auch gespritzt sein, 10 Meter an ein anderes Fahrzeug, was da zufällig an der Ampel gestanden hat. Also es ist vor Gericht dann immer, es gibt die ausgefallensten Fragen, ob das nicht passiert sein könnte. Das. Also am Ende haben wir nur gezeigt, die Blutspur gehört zu der Person. Da ist eigentlich auch nicht so gut. So. Machen wir das mal noch ein bisschen komplexer, den Fall. Der ist ja damit noch nicht gelöst, weil jetzt freuen wir uns zwar, dass das Radfahrzeug war, aber wer jetzt gefahren ist, ist ja noch nicht wirklich beantwortet. Bei dem Fall ist es jetzt ein bisschen komplizierter. Das Nummernschild ist jetzt hier ab. Aber die Polizisten haben dann über das Nummernschild die Fahrzeughalterin ausfindig machen können. Wir haben festgestellt, die Mann, das ist eine 89-jährige Oma, die seit 3 Jahren nicht mehr mit dem Auto gefahren ist. Das stand also nur vor der Haustür und ich war ganz überrascht, dass das Auto auf einmal in einem ganz anderen Bezirk gefunden wurde. Also die hat gesagt, sie ist damit nicht gefahren und es fährt auch sonst niemand mit dem Auto. So, also das ist die eine Zeugenaussage, oder nicht Zeugenaussage, Fahrzeughalterin-Aussage. Und dann hat man in dem Auto noch weiter Spuren gesichert. Also sicher ja nicht nur die Blutspuren, die gucken sich ja auch noch andere Sachen an. In dem Fall, was man als beliebt ist, sind die Korbstützen so auf der Fahrerseite. Weil da muss ja der Böse nicht gesessen haben. Und die haben auf der Korbstütze hier ein Haar gefunden. Ein relativ langes Haar, hat das angeklebt. Und dann gibt es noch weitere Zeugenaussagen. Und zwar haben die Zeugen gesagt, nee, da saß keine alte Frau drin, das können wir bestätigen. Das war eine ganz junge, attraktive Frau, ganz auffällig angezogen, die hatte blondes Haar, also hat die überhaupt nicht zur Beschreibung einer 18-jährigen alten Frau gepasst. Und wie der Zufall das will, haben dann auch Leute gesehen, dass das Fahrzeug abgestellt wurde, ist eine junge Frau geflüchtet aus dem Fahrzeug völlig aufgelöst und die Polizei konnte dann diese Person auch nicht wieder festnehmen, aufgrund der Zeugenaussagen, aufgrund der Tatsache, dass sie relativ auffällig auch vom Phänotyp war. So. Und dann kamen die Polizeibeamten von dieser tatverdächtigen Person nach und von der alten Frau nochmal Vergleichsbilder genommen, also die Abstriche von der Mundmaschenschleimhaut auf der Innenseite. Und das Haar muss man nicht vergessen. Das ist natürlich die Frage, stammt dieses an der Kopfhähne gesicherte Haar, S3.5 von der Fahrzeughalterin, hier, oder von der tatverdächtigen Person? Die tatverdächtige Person sagt, sie hat nie in dem Auto gesessen und die alte Frau, naja. Da weiß man immer nicht so genau, ne? Ja, ist so. Das Problem, was man ein bisschen hat, ist, dass man so ausgefallene Haare, also diese ausgefallenen Haare nicht für die herkömmliche SDA-Analyse eingesetzt wird, die jetzt bei KD2 machen. Also, wir am Landeskriminalamt könnten das jetzt nicht untersuchen, da müssen wir uns an eine andere Dienststelle wenden, zum Beispiel direkt in die Theorie macht die Untersuchung, die ich jetzt schreiben werde. Weil diese Haare, weil diese Haare, die ausgefallen sind, die verlieren im Laufe dieses Ausfallprozesses. Wenn man Haar ausreißt, so bei Gewaltverbrechen hat man das oft gehabt, dass auch bei dann so ein Büschel Haare in der Hand vom Täter, die sind schön ausgerissen, da fehlen noch richtig die Zellen dran. Ne? Da kann man unsere SDR-Analyse machen. Wenn ein Haar ausfällt, verliert das die DNA im Wurzelbereich. Und das ist nicht mehr für diese Artenanalyse geeignet oder bedingt. Also wenn wir so eine Probe haben, die soll unbedingt untersucht werden, schicken wir das schon mal zur rechten Aktie. Die Analyse von der alle DNA. Das hat ja mein Vorgänger hier schon ein bisschen
geschrieben, seine Frage stellen, das ist natürlich einer, der beschäftigt sich mit 100.000 Jahren im Boden. Ne? Wir haben aber eher sehr gutes Material. Also mitochondriale DNA wird immer dann untersucht, wenn die Boden wieder alt, weil die invadiert sind, also Leichenteile, die da gesammelt haben, die Bakterien wachsen sind, Knochen, Zähne ausgefallen haben, also solche Proben, weil die Mitochondrien-DNA einfach viel stabiler ist. Was er auch schon erwähnt hat, ist das Problem bei der Mitochondrien-DNA, dass sie allein über die Mütterhäute vererbt wird. Das heißt, wenn meine Mutter jetzt zwei Kinder hätte, also mein Bruder und ich, dann hätten wir identische mitochondriale DNA. Und alle meine Kinder hätten auch die gleiche DNA wie meine Mutter und wie ich. Da könnte uns nicht unterscheiden, auch in dieser DNA. Das ist so der große Nachteil. Man sind allein, man kann zwar sehr alte Proben analysieren, verlorene Proben, aber eben nicht so individualspezifische Aussagen gegenüber den anderen genetischen Kinderabdruck. Das habe ich noch vergessen, würde ich noch sagen, so ein Achterabdruck, wie ich vorhin gezeigt habe, der hat eine Häufigkeit in der Bevölkerung von weniger als 1 zu 10 Milliarden. Also ja, bei der Größe der Weltbevölkerung hat also rein statistisch betrachtet, haben es zwei Leute mit gleichen genetischen Kinderabdruck. Also wie gesagt, mal individualspezifisch mit 8 zu 10. Ganz kurz, ich hatte auch schon erzählt, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, die sind im Zytoplasma der Zelle lokalisiert. Und das Mitochondrium selbst, hat auch nochmal so eine Art Zytoplasma, das ist die Matrix. Und in der Matrix drin sind die kleinen ringförmigen Moleküle. Und das ist die DNA der Mitochondrien. Die sieht ganz anders aus als die Zellkern-DNA. Ist nämlich ganz klein und ringförmig, 16.000 Wagenmeter ungefähr. Und ist ganz eng mit Genen gepackt. Also auch anders als die Kern-DNA. Alles Gene, die für die Atmungskette kodieren, für irgendwelche Gene der Atmungskette sind hier oben, das sind ganz kleine Kontrollregionen, heißt die Überdehnung. Das hat mein vorigen Aufgabe. Alles, was keine kodierende DNA hat, das steht nämlich unter so einem hohen Selektionsdruck. Das ist immer eine Sache, die sollte man nicht merken. Wenn Mutationen in einem Gen stattfindet, dann wird meistens das Genprodukt beschädigt oder überhaupt nicht gebildet. Und naja, wenn man ein Protein nicht hat, dann ist das meistens legal. Also dann entwickelt sich der Organismus erst gar nicht, oder ist irgendwie geschädigt und kann sich nicht optimal entwickeln, reproduziert sich nicht, dann gibt es auch keinen Nachbau. Wenn aber so eine Mutation in einem Bereich ist, der eigentlich keine Funktion hat, die einfach weiter vererbt, das stört ja nicht. Und deswegen sind solche Bereiche immer ganz interessant für Veränderungen, für vererbte Veränderungen. Zwei Bereiche, die besonders interessant sind, gerade aber die Regionen, die besonders anfällig sind für solche vererbten Veränderungen. Die werden jetzt, um die mitochondriale DNA zu untersuchen, einfach sequenziert. Vorher haben wir ja Wiederholungseinheiten gezählt, aber einfach gesagt, 16 Wiederholungseinheiten, 17, da hat uns die Sequenz überhaupt nicht interessiert. Also haben wir keinerlei Aussage über DNA-Sequenzen gemacht. Und hier ist es so, oder war zumindest das Problem noch so, dass man knallhart sich genau die Sequenzen dieser Regionen anguckt. Also Wagenpaar für Wagenpaar wird sequenziert. Und dann werden die Ergebnisse einer solchen Sequenzierung immer nicht als Gesamtsequenz ausgegeben, sondern als Sequenzvergleich für sogenannten Cambridge-Reference-Sequenz angegeben. Also auf sowas stößt man immer wieder, als man Sequenzen als Vergleich angibt. Und Grundlage dafür ist in dem Fall die erstmals 1981 sequenzierte humane DNA, also eines bestimmten Menschen, und die wurde dann nochmal überarbeitet, und deswegen hat die Device Game Sequence. Zu unserem, also nochmal so ein Beispiel hier. Hier ist diese Referenzsequenz, ein Teil davon, und hier unten ist eine beliebige Probe. Man sieht jetzt, dass sich die Probe an zwei Positionen unterscheidet von der eigentlichen Sequenz. Und zwar ist es an Position 16.092, da ist ein C anstelle eines Ts und an der Position hinten hat man anstelle eines T. Das ist verrutscht in der Darstellung, anstelle eines Ts ein A. Das wird dann einfach so ausgedrückt, wenn man muss man nicht die ganze Sequenz aufschreiben, sondern schreibt man die Abweichung. Und wenn wir jetzt zu unserem Fall nochmal zurückkommen, haben die Leute aus der Rechtsmedizin jetzt aus dem H und aus den beiden Vergleichsproben, die suchen wir alle den A, isoliert. Und haben das Ganze sequenziert. Und haben jetzt festgestellt, dass das Haar den gleichen Haarprofil, sagt man in dem Fall, hat wie die tatverdächtige Person. Und in dem die Fahrzeugreiserin hat einen ganz anderen Haarprofil. Also man redet hier nicht vom Genotyp, sondern Haarprofil, weil man nicht zwei Chromosomen
Und wenn wir jetzt so als Gesamtbild abliefern sollten, dann sollten wir nachweisen, dass auf jeden Fall die Geschädigte den Mieter auf dem Fahrzeug hinterlassen hat. Und als zweite Aussage können wir dann den Polizei abliefern, dass die Fahrzeugreise nicht diesen Paar hinterlassen hat. Und das ist wahrscheinlich, dass die Paar schon wieder jungen Frau stammt oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn eine Verhandlung vor Gericht kommt, dann kommen ja auch ganz viele andere Sachen zusammen. Das sind dann auch Faserspuren, da kann man zum Beispiel gucken, ob dieses grüne Kleid auf diesem Sitz irgendwelche Fasern hinterlassen hat. Das ist eine Untersuchung. Dann können Fingerabdrücke untersucht werden, dann kommen die Zeugenaussagen dazu. In dem Fall gibt es, glaube ich, nicht noch mehr Aspekte. Also jedenfalls ist es dann so ein Gesamtbild, was am